Guten Tag, verehrte interessierte Zuschauer und Zuhörer. Mein Name ist Helmut Wanitschek. Ich bin Chemiker und habe in Wien Chemie studiert und in makromolekularer Chemie promoviert und habe dann mein 40-jähriges Berufsleben in der Forschung, in der Produktion und im Marketing bei der Bayer AG verbracht. Seit den letzten 5-6 Jahren beschäftige ich mich nun mit Elektromobilität, mit Energiegewinnung und mit den modernen Fragen der elektrischen Stromerzeugung. Dazu habe ich drei Vorträge erarbeitet. Der erste mit dem Titel Elektromobilität und Energiewende. Der zweite beleuchtet die Fragen um das CO2 und heißt CO2 Fluch oder Segen. Und der dritte Vortrag, den Sie jetzt hören können, befasst sich mit Kernkraft und heißt Kernkraft verständlich. Er soll die Probleme der Kernenergie beleuchten und die Möglichkeiten, die wir für die Zukunft haben. Unsere Welt entstand vor 13,6 Milliarden Jahren. Damals kam es zum Urknall. Und der Urknall führte zum Entstehen des gesamten Universums, das wir heute beobachten. Während dieses Urknalls oder wenige Millisekunden danach entstand erst die Physik, so wie wir sie heute kennen. Nicht mal die Zeit hat es gegeben, denn die Zeit ist nur Bewegung und Bewegung gab es vor dem Urknall nicht. Eine ganz geringe Zeitspanne nach diesem Urknall, als die Zeit entstanden war, entstand auch die Schwerkraft, die wir heute beobachten. Und es entstand die Superkraft, die sich in die starke Kraft und in die elektroschwache Kraft aufgespalten hat. Und nach 0,000001 Sekunden spaltete sich die elektroschwache Kraft in die schwache Kraft, das ist die Beta-Strahlung, und in die elektromagnetische Kraft. Und so war innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums unser Universum mit der Physik entstanden, die sich seit damals nicht verändert hat. Diese Kräfte, die hier entstanden sind, führten zur Bildung von Teilchen. Im Wesentlichen die Schwerkraft führte dazu, dass sich Massen, kleinste Massen, zusammenballten und Quarks, Protonen und Elektronen bildeten. Und damit begann die starke Kraft, die Kernkraft. Und diese begann, Protonen und Neutronen zu verbinden. Und es entstanden die ersten Atome. Wasserstoff und Helium. Durch die Schwerkraft ballen sich nun diese Wasserstoff- und Heliumatome zusammen und bilden immer dichtere Verbunde. Es entstanden riesige Kugeln. Kugeln, in denen der Druck und die Schwerkraft immer höher wurden. Und durch diesen gewaltigen Druck wurden die Abstoßungskräfte überwunden, die und Wasserstoff- und Heliumatome fusionierten, verbanden sich miteinander unter Freisetzung von gewaltiger Energie. Es waren die Sonnen entstanden. Und diesen Vorgang beobachten wir heute noch auf unserer Sonne. Durch diese Kernfusion sind auch schwerere Elemente entstanden. Letztendlich ist unser gesamtes Periodensystem, alle Atome und alle verschiedenartigen Atome, die wir in unserem Universum beobachten, sind auf diesem Wege entstanden und entstehen auch heute noch. Die Kernfusion führt dazu, dass sich immer mehr Elemente mit höherer Kernprotonenzahl bilden, also immer schwerere Kerne.
Und das geht so weit, bis die Kerne so schwer sind, dass sie auch schon wieder geeignet sind, unter Neutronenschuss zu zerfallen und sich wieder zurückspalten in leichtere Elemente. Am Ende dieses ganzen Prozesses steht Eisen. Eisen ist das Ende aller Kernfusion und aller Kernspaltungen, denn Eisen ist das Atom mit der höchsten Bindungsenergie. Nicht umsonst ist der Kern unserer Erde im Wesentlichen Eisen, weil es in diesem Prozess in großen Mengen entstanden ist. Es geht also um Kernspaltung und Kernfusion. Kernspaltung, so wie wir sie heute auch technisch betreiben, wird so gemacht, dass ein Uran-235-Kern mit einem Neutron beschossen wird. Uran hat 92 Protonen. Das charakterisiert das Metall Uran. Jedes Element hat nur eine ganz bestimmte Anzahl an Protonen. Aber diese Elemente können unterschiedliche Zahlen an Neutronen beinhalten, die Kerne. Und das nennt man nun Isotope. Es gibt verschiedene Isotope von den meisten Elementen. Vom Wasserstoff ist dies der schwere Wasserstoff, der ein Proton und ein Neutron enthält. Oder Tritium, das ein Proton und zwei Neutronen enthält. Aber beides, alle drei, sind chemisch Wasserstoff. Hier bei der Kernspaltung spalten wir nun Uran-235. Und das ist nur möglich bei dem Uran-235 und beispielsweise nicht bei dem anderen Isotop Uran-238. Wenn dieses Uran-235 mit einem Neutron beschossen wird, dann wird es gespalten in ein Bariumatom und in ein Kryptonatom. Barium mit 56 Protonen und Krypton mit 36 Protonen. Und dabei werden aber noch zwei Neutronen frei. Man beschießt also Uran-235 mit einem Neutron und man erhält zwei Neutronen. Und gleichzeitig erhält man durch einen Masseverlust Energie. Und diese Energie ist 200 Megaelektronenvolt bei der Spaltung von nur einem Atom. Bei der Kernfusion ist dies umgekehrt. Ein schwerer Wasserstoffkern verschmilzt mit einem Tritiumkern und bildet ein Heliumatom. Und bei diesem Prozess wird ebenfalls ein Neutron frei und es werden 14,1 Megaelektronenvolt frei. Nun würde man meinen, bei einem Urankern bei der Spaltung werden 200 Megaelektronenvolt frei und bei zwei Wasserstoffatomen nur 14. Nun sind die Verhältnisse aber so, dass das Uran wesentlich schwerer ist als der Wasserstoff, nämlich 200 mal so schwer. Und das bedeutet, wenn man die Massen vergleicht, dass bei einem Gramm Kernfusion von Wasserstoff wesentlich höhere Energiemengen frei werden als bei einem Gramm Uran. Und deshalb ist die Energieausbeute bei der Kernfusion erheblich höher als bei der Kernspaltung. Und auch bei der Kernspaltung ist sie schon ganz erheblich. Hier sehen Sie die Formeln für den Zerfall, für die Spaltung eines Urankerns oder für die Fusion von Deuterium und Tritium und die 200 Megaelektronenvolt, die nun in Wattstunden umgerechnet sind. Das sind also, Sie sehen das, 0,00409 Watt. Also das ist nicht viel. Aber wenn man 1 Gramm Uran-235 spaltet, nur 1 Gramm,
dann bedeutet das 20 Megawattstunden. Und bei der Kernfusion von einem Gramm Wasserstoff bedeutet das 189 Megawattstunden. Zum Vergleich, der Stromverbrauch von Köln sind 66.000 Megawattstunden pro Jahr. Und das würde bedeuten, das entspricht 350 Gramm Wasserstoff. Die Kernkraft ist auf unserer Welt eine weit verbreitete Methode zur Energiegewinnung. In den Vereinigten Staaten stehen knapp 100 Kernkraftwerke. In Frankreich 58, in Japan 48, in Russland 34 und wie Sie wissen, stehen in Deutschland noch 9. Die Stromerzeugung mit Kernkraft ist in Frankreich die höchste weltweit mit 73,3%, während es 19% in den Vereinigten Staaten sind und 15% in Deutschland. Nun nochmal zurück zu den Grundlagen. Uran-217 besteht aus 92 Protonen und 125 Neutronen. Deshalb schreibt man das so auf, 217, 92 und ein U. Das ist dieses Isotop. Es gibt noch ein weiteres, das Uran-242. Das aus 92 Protonen und 150 Neutronen besteht. Natururan besteht zu 0,005% aus Uran-234, zu 0,7% an Uran-235 und zu 99,27% Uran-238. Dieses Natururan entstand natürlich durch Kernfusion. Und es war in früheren Zeiten wesentlich mehr an Uran-235. Nur ist das Uran-235 schon weitgehend zerfallen und nur mehr im wesentlichen Uran-238 übrig. Unsere Erdkruste enthält etwa 2 bis 3 Gramm pro Tonne Uran. Oder 12 bis 15 Gramm Thorium pro Tonne, welches ebenfalls ein benutzter Kernbrennstoff ist. Sie sehen also, Uran ist fast überall vorhanden. In kleinen Mengen finden wir Uran in fast jedem Gestein. Es ist natürlich nicht jedes Gestein geeignet, um Uran dort abzubauen. In früheren Zeiten hat man Uran als Farbstoff verwendet. Die vielen gelben Fliesen, die man in der Antike und bis in die Neuzeit gemacht hat, wurden alle mit Uranoxid gefärbt. Um dieses Uran in Kernkraftwerken verwenden zu können, benötigt man eine gewisse Konzentration an Uran-235, weil ansonsten die Wahrscheinlichkeit nicht groß genug ist, dass ein Neutron auch einen solchen Urankern trifft. Deshalb muss Uran angereichert werden auf mindestens 5% Uran-235, um einen funktionierenden Kernbrennstoff zu haben. Eine weitere Besonderheit von Uran ist noch, dass die normalen Neutronen nicht geeignet sind, den Urankern zu spalten. Auch die Neutronen nicht, die bei der Spaltung selbst entstehen. Deshalb muss man diese Neutronen bremsen, in ihrer Geschwindigkeit reduzieren. Erst dann treffen sie auf einen Urankern so, dass sie mit diesem erst verschmelzen und dieser sich dann spaltet. Man nennt diese Technik langsame Kernreaktor. Als Bremse
für diese Neutronen kann man verschiedene Stoffe verwenden. Da ist Wasser geeignet, da ist schweres Wasser, welches aus Deuteriumoxid ist, geeignet und es ist Graphit geeignet. Man kann also in Atomkraftwerken Uran-235 Kernbrennstoff auf 5% angereichert haben und es passiert gar nichts. Man muss also erst die Neutronen, die man zum Start des Reaktors dort reinschießt, moderieren, bremsen. Dazu zieht man Graphitstäbe hoch, bis man so viele Neutronen gebremst hat, dass dieser Reaktor von selbst zu laufen beginnt. Das heißt, dass pro gespaltenen Urankern auch mindestens eines der entstehenden Neutronen wieder einen Uran-235-Kern trifft. So steuert man heute einen Siedewasserreaktor. Sie sehen hier auf dem Bild die Steuerstäbe. Das sind die Stäbe aus Graphit, die zwischen den Brennelementen stehen und mit Magneten hochgezogen werden. Unten ist noch ein Zulauf an Kühlwasser und diese frei werdende Energie wird an dieses Wasser, an dieses Kühlwasser abgegeben und verlässt dann als erhitztes Wasser den Reaktor. Das ist ein Kernkraftwerk. So einfach, so simpel. In der Praxis sieht das so aus wie auf diesem Bild. Hier sehen Sie die Stäbe, die mit den Brennelementen verbunden sind und die Stäbe, die mit den Steuerelementen verbunden sind, von oben. Und diese Stäbe werden bewegt, damit der Reaktor gerade jene Temperatur erzeugt, die man erzeugen will. Hier sehen Sie einen Blick in einen Reaktor. Man kann auch völlig gefahrlos in einen laufenden Atomreaktor reinschauen. Das ist der Versuchsreaktor, der in Seibersdorf bei Wien betrieben wurde. Es ist ein Wasserbecken und am Boden dieses Wasserbeckens sieht man leuchtend den Atomreaktor am Laufen. Und dieses Wasser erwärmt sich ganz leicht. Und mit diesen Stäben, die Sie hier sehen, kann man den Reaktor bei höherer und niedrigerer Temperatur betreiben. Die radioaktiven Strahlen an diesem Ort, an dem ich hier stand, als ich dieses Foto aufgenommen habe, sind geringer als die Strahlung der Fliesen, mit denen dieser Raum gefliest war. So ein Kernreaktor kann ein Siedewasser- oder ein Druckreaktor sein. Das hängt davon ab, bei welchen Temperaturen man ihn betreibt. Ob man das Wasser sieden lässt und bei einem erhöhten Druck den Dampf abzieht oder ob man den Druck so weit erhöht, dass das überhitzte Wasser flüssig abgezogen wird und dann in einer Turbine verdampft wird. Aber immer ist ein Kernkraftwerk ein Dampfkraftwerk. Nach dem Reaktor hat man immer Wasserdampf, der in einer Turbine entspannt wird, diese Turbine antreibt, die Turbine treibt den Generator, der durch das Drehen einen Wechselstrom erzeugt, den wir dann aus der Steckdose erhalten. Es ist ein physikalisches Gesetz, dass man das nicht so betreiben kann, dass das Wasser so weit gekühlt wird, dass es auch wieder seine ursprüngliche Temperatur hat. Man muss also letztendlich die Kondensationswärme abführen. Und dazu benötigen diese Kraftwerke entweder einen Kühlturm oder sie benötigen einen Vorfluter wie den Rhein oder auch Meerwasser, in dem diese überschüssige Energie abgeführt wird. Nun kommen wir zu einer anderen Art von Reaktoren. Uran-238
kann mit Deuterium zu Neptunium reagieren, welches dann unter einem Beta-Zerfall selbst zu Plutonium zerfällt. Plutonium ist ein Stoff, den es in der Natur heute nicht mehr gibt, weil das gesamte natürlich entstandene Plutonium mittlerweile zerfallen ist. Dieses Element gibt es also nur künstlich. Und wir Menschen können das erzeugen, eben durch diese Reaktion. Für diese Reaktion benötigt man allerdings keine langsamen Neutronen. Langsame Kernreaktoren haben also den Bedarf, dass man Uran-235 von 0,7% auf 3-5% anreichert, um die überhaupt betreiben zu können. Und von diesen 3-5% Uran-235 können nur 0,7% verbrannt werden. Denn dann ist die Konzentration an Uran-235 schon so weit gefallen, dass dieser Reaktor nicht mehr durch die Steuerstäbe am Laufen gehalten werden kann. Die Steuerstäbe werden also immer weiter nach oben gefahren und unten hat man abgereichertes Uran, welches unter 3% oder 5% Uran-235 enthält. Die dann abgebrannten Brennstäbe müssen entgelagert werden. Sie müssen aufgearbeitet werden oder bleiben für viele Jahre unter Verschluss. Das Problem ist, dass bei diesen Reaktionen auch Plutonium und Actiniden entstanden sind. Und das sind Elemente, die eine enorm lange Halbwertszeit von mehreren tausend Jahren haben. Und das sind die Stoffe, die wir auch nicht gerne haben, weil sie eine große Gefahr darstellen. Dieser Atommüll muss über Jahrtausende sicher gelagert werden. Das weitere Problem bei dieser Aufarbeitung der abgebrannten Brennstoffe ist, dass man dabei das Plutonium abtrennt oder abtrennen muss. Und Plutonium ist ein sehr gefährlicher Stoff, weil man mit sehr geringen Mengen Plutoniums eben eine Atombombe bauen kann. Und wir als Zivilgesellschaft natürlich nicht möchten, dass solche Mengen in die falschen Hände gelangen. Zum Unterschied von den langsamen Reaktoren gibt es aber auch diese schnellen Reaktoren, bei denen die Neutronen nicht gebremst werden müssen. Und diese schnellen Neutronen sind geeignet, um genau Plutonium, Thorium und diese Actiniden, die wir heute als Atomabfall behandeln, zu spalten und zu anderen Elementen umzuwandeln. Solche schnelle Kernreaktoren sind zum Beispiel der schnelle Brüter, der vor Jahrzehnten in Kalkar gebaut wurde und dort nie in Betrieb gegangen ist. Solche schnelle Reaktoren sind auch Konversionskraftwerke. Eines davon wird in Russland betrieben, die speziell dazu gebaut sind, um solche langlebige Actiniden und Plutonium zu verbrennen und unschädlich zu machen. Man kann also diese Stoffe, mit denen wir so große Probleme haben, im Atomreaktor auch verbrennen. Eine weitere Variante eines schnellen Reaktors ist der sogenannte Kugelhaufenreaktor, der in Deutschland in Jülich entwickelt wurde. Das ist ein gasgekühlter Hochtemperaturreaktor, der mit Thorium als Brennstoff arbeitet. Er ist schnell, weil Thorium durch schnelle Neutronen gespalten wird. Dieser Kugelhaufenreaktor hat aber den großen Vorteil, dass im Reaktor nicht der gesamte Brennstoff für mehrere Jahre Betriebes ist, so wie das beim Druckwasser- und Siedewasserreaktor ist, sondern es werden laufend kleine Kugeln an Thoriumbrennstoff in den Reaktor reingefallen lassen, die dann einen Haufen bilden
deswegen heißt er Kugelhaufenreaktor. Und man wartet, bis diese weitere Kugel im Reaktor abgebrannt ist, um dann die nächste Kugel rein zu transportieren. Das hat den großen Vorteil, dass man niemals größere Mengen an aktivem Brennstoff im Reaktor hat. So ein Reaktor kann unmöglich in einer Kernschmelze ändern. Bei einem Druckwasserreaktor ist es theoretisch möglich, dass man durch unsachgemäße Bedienung den Reaktor so heiß fährt, dass die Kernbrennstoffe schmelzen. Und dadurch wird der Reaktor zerstört. Und das ist der sogenannte Super-GAU. Der Super-GAU ist keine Explosion von Kernbrennstoffen. Denn eine Explosion von Kernbrennstoffen ist weder beim Druckwasserreaktor noch beim Kugelhaufenreaktor noch bei einem dieser anderen Reaktoren technisch möglich. Die vierte Entwicklung eines schnellen Reaktors ist der Dualfluidreaktor. Der Dualfluidreaktor ist dadurch gekennzeichnet, wie der Name sagt, dass er zwei Flüssigkeiten enthält. Dort ist der Kernbrennstoff nicht mehr fest, sondern der Kernbrennstoff wird in Form einer Schmelze, einer Salzschmelze, umgepumpt. Und die fünfte Entwicklung ist der sogenannte eVinci, ein ganz neu entwickelter Reaktor, der einfach eigensicher ist, wir werden später noch darauf kommen, weil er einen negativen Temperaturgradienten hat. Dieser Reaktor ist so konstruiert, dass er, wenn er zu heiß wird, sich von selbst abschaltet. Nun gehen wir zum schnellen Brüter. Durch Bestrahlung von Uran-238, welches in der Natur zu 99,7% vorkommt, mit schnellen Neutronen erhält man also Plutonium. Wie Sie auf diesem Bild sehen, werden außerhalb eines ganz normalen Reaktors Stäbe gelagert mit Uran-238, die dann nach einer bestimmten Brutzeit eine ganze Menge Plutonium enthalten. Dieses Plutonium kann man dann verwenden, um in genau diesem Reaktor wieder als Brennstoff einzusetzen. Das bedeutet, dass die Reichweite unserer Kernbrennstoffe durch einen derartigen schnellen Brüter ganz gewaltig gesteigert werden, weil eben dieses sonst unbrauchbare Natururan-238 hier vollständig verbrannt werden kann. Der schnelle Brüter hat also eine wesentlich bessere Ausnutzung des Kernbrennstoffs. Als Kühlflüssigkeit verwendet man flüssiges Natrium. Das hat den Vorteil, dass es eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit hat, hat aber den Nachteil, dass es Korrosionsprobleme gibt und dass es eine Gefahr bei Leckagen gibt, weil Natrium mit Wasser sehr heftig zu Wasserstoff reagiert, der mit Sauerstoff dann explodieren kann. Es können auch Dampfblasen entstehen im schnellen Brüter und dadurch kann der Reaktor überkritisch werden und kann sich erhitzen. Am Ende muss bombenfähiges Plutonium isoliert werden, um neue Brennstoffe zu erzeugen, aber man hat wesentlich weniger langlebige Abfälle, außer dem Plutonium, welches man ja erzeugen möchte. Und auch in so einem schnellen Brüter können die Abfälle aus langsamen Reaktoren verbrannt werden. Es gibt nun auch den Typ der eigensicheren Reaktoren. Also Reaktoren, die sich selber so steuern, dass sie nie überkritisch werden können, dass es nie zu einer Kernschmelze kommen kann. Bei den bisherigen Reaktortypen ist ja der Reaktor immer mit Brennstoff für mehrere Jahre Betriebes gefüllt. Und auch wenn der Reaktor sicher ist, so ist trotzdem im Reaktor selbst ein enormes Energiepotenzial vorhanden. Bei eigensicheren Reaktoren
ist die Freisetzung eines größeren Energiepotenzials grundsätzlich ausgeschlossen, weil es gar nicht vorhanden ist. Ich habe schon erwähnt, der Kugelhaufenreaktor, der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor, ist ein derartiger eigensicherer Reaktor. Der Dualfluidreaktor ebenfalls, weil man dort auch in diese Schmelzen an Kernbrennstoff immer nur so viel Kernbrennstoff reingibt, wie der Reaktor gerade verbraucht. Und eVinci ist eigensicher wegen des negativen Temperaturkoeffizienten. Hier sehen Sie ein Bild des Kugelhaufenreaktors. So ist er aufgebaut. Hier oben werden die Kugeln eingefüllt, die verbrennen hier. Der Reaktor wird mit Gas gekühlt, das Gas wird abgeführt und die Wärme dann auf Wasser übertragen und mit dem Wasserdampf wird wieder in einer Turbine Strom erzeugt. Hier sehen Sie den Aufbau dieser Thorium- und Urankugeln. Die hohen Temperaturen des Kugelhaufenreaktors stellen eine sehr wertvolle Energie dar, weil man mit 1000 Grad Prozessenergie eine Reihe chemischer Reaktionen durchführen kann, die man bei niedrigerer Temperatur nicht machen kann. Zum Beispiel die Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen. Thorium als Brennstoff ist reichlich vorhanden, Helium als Kühlgas ebenfalls. Der Nachteil ist, dass die mechanische Stabilität der Kugeln bei hohen Temperaturen nicht ausreichend sein kann. Diese Kugeln nutzen sich also ab. Es entsteht Staub, der durch die Pumpen und durch den Reaktor gefördert werden muss. Und es ist auch angereichertes, waffenfähiges Uran 235 nötig und es entsteht Plutonium. Ein Lufteinbruch könnte zu einem Graphitbrand führen, welches in diesen Brennstoffkugeln auch vorhanden ist und könnte den Reaktor zerstören. Und Brückenbildung stört die Entladung, wenn sich also einige dieser Kugeln aneinander verklemmen und unten nicht vernünftig aus dem Reaktor abgeführt werden können. Auch ist die Aufarbeitung dieser Brennkugeln nicht gerade kostengünstig. Nun kommen wir zu der neuesten Entwicklung der Kerntechnik, zum Dualfluidreaktor. Der Brennstoff, also eine flüssige Salzschmelze, die umgepumpt wird, und als Kühlmedium flüssiges Blei, welches zum Wärmeabtransport dient. Dieses flüssige Blei hat den Vorteil, dass es nicht so reaktiv ist wie Natrium und dass es auch einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat und dass man es bei 1000 Grad bequem als flüssiges Metall umpumpen kann. So ein Dualfluidreaktor hat am Boden des Reaktors noch Schmelzsicherungen. Da kann man, wenn aus irgendeinem Grund die Temperatur im Reaktor über den Sollwert ansteigt, schmilzt diese Sicherung automatisch durch. Die Kernbrennstoffschmelze fließt ab und fließt automatisch in einige Tanks, die soweit schon gekühlt sind, dass dort keine Überhitzung der Salzschmelze passieren kann. In der Praxis soll der Dualfluidreaktor also so aussehen. Hier ist der Reaktor, das Blei wird hier umgepumpt und hier in einem Wärmetauscher zu Wasserdampf umgewandelt. Und bei diesen 1000 Grad kann man also chemische Reaktionen machen, wie Kraftstoffproduktion, Ammoniak und Hydrazin zum Antrieb von Fahrzeugen und dergleichen. Hier sehen Sie die unterirdischen Ablauftanks, die durch die Schmelzsicherung hier gefüllt werden, wenn der Reaktor abgeschaltet werden soll oder zu heiß geworden ist. Und diese Fabrik würde auch noch eine pyrotechnische Verarbeitungsanlage enthalten. Man hat ja hier
alle Spaltstoffe in Salzform. Es ist nicht so wie bei unseren konventionellen Kernreaktoren, dass die Brennelemente erst in Salpetersäure gelöst werden müssen, um Salze zu erzeugen, die man dann trennen kann. Man hält also die Salze direkt und kann zum Beispiel durch Destillation diese Salze in die einzelnen Metallsalze trennen. Die Metalle, die man aus diesen Salzen dann erzeugen kann, durch Reduktion, müssen maximal 300 Jahre gelagert werden. Und nach diesen 300 Jahren haben sie ihre natürliche Strahlung erreicht und können als wertvolle Metalle in der Industrie verwendet werden. Der Dual-Fluid-Reaktor ist also ein Hochtemperaturreaktor mit 1000 Grad Prozesstemperatur. Es ist keine Brennelementfertigung oder Brennelementaufarbeitung notwendig. Die Schmelze wird kontinuierlich zugeschleust und abgeschleust und gereinigt. Der ausgeschleuste Abfall ist kurzlebig, unter 300 Jahren. Und es wird in so einem Reaktor mehr Plutonium verbrannt, als entsteht. Deshalb enthalten die abgebrannten Brennstoffe hier auch keine Actiniden und kein Plutonium. Es tritt an keiner Stelle waffenfähiges Material auf. Der Reaktor kann nicht überkritisch werden, er schaltet sich selbst ab. Er hat ebenfalls einen negativen Temperaturkoeffizienten. Das heißt, diese schnellen Neutronen sind bei höherer Temperatur so abgebremst, dass sie diesen Kernbrennstoff nicht mehr spalten oder weniger spalten und dadurch der Reaktor selber wieder zurückfährt. Durch die Ausdehnung des Brennstoffes sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Kerne getroffen werden. Flüssiges Blei ist zum Wärmetransport nicht gefährlich wie Natrium und der Reaktor benötigt auch kein Kühlwasser und kann dadurch auch unterirdisch gebaut werden. Nun noch zu dem eVinci, dem sogenannten Mikroreaktor von Westinghouse. Der ist so gebaut, dass in einem Stahlblock mit vielen Bohrungen der Brennstoff steckt und gleichzeitig sogenannte Heatpipes. Das sind doppelwandige Rohre, die außen eine Flüssigkeit enthalten, die verdampft. Der Dampf steigt nach oben, wird in einem Kühlmittel wieder kondensiert und fällt als Flüssigkeit wieder nach unten. Und die Energie des Kühlmittels wird für Prozesse verwendet. Als Moderator verwendet man Zirconiumhydrid, das, wie schon gesagt, einen negativen Temperaturkoeffizienten hat. Man kann diesen Reaktor einfach laufen lassen. Er läuft 10 Jahre von selbst, ohne Veränderung und ohne Eingriff bei einer Leistung von 25 Megawatt. Und dieser Reaktor ist so kompakt gebaut, dass man ihn auf einen LKW packen und transportieren kann. Nun noch die Möglichkeit, radioaktive Abfälle zu verbrennen. Transmutation wandelt diese langlebigen Actiniden und Plutonium in kurzlebige Substanzen um, die man auch verwenden kann. Und das geschieht in den schnellen Reaktoren. Durch die Transmutation wird die Radiotoxizität dramatisch reduziert. Das Niveau von normalem Uranerz bereits nach 300 Jahren erreicht. Und nach weiteren 500 Jahren ist die Radiotoxizität auf 0,01 Promille des Ausgangswertes gefallen. Außerdem kann man durch die Transmutation Energie gewinnen. Man betreibt also einen Kernreaktor, entsorgt unsere Abfälle und hat gleichzeitig eine Energieerzeugung. Damit könnte man Deutschland für Jahrhunderte CO2-frei und klimafreundlich mit Strom versorgen. Kein Wunder, enthalten die abgebrannten Brennelemente so gut wie 96% ihrer Energie.
Eins dieser Transmutationskraftwerke wird zurzeit in Belgien gebaut. Ein anderes ist in Russland bereits in Betrieb. Auch Australien will Kohle durch Kernkraft ersetzen und damit das Atommüllproblem anderer Länder lösen. Deutscher Atommüll für Australien. Dabei liegt der Fokus auf der Verwertung der verbrauchten Brennelemente, die weltweit Probleme bereiten. Die Endlagersuche für radioaktives Material ist ja auch in Deutschland ein umstrittenes Thema. Nachdem der Salzstock in Gorleben 36 Jahre lang auf seine Eignung untersucht wurde und nun als unbrauchbar definiert wurde. Vielleicht ist er auch kein Endlager in Zukunft nötig. Hier an diesen Kurven sehen Sie, wie sich die Radiotoxizität verhält bei normalen abgebrannten Brennstoffen und hier bei einem Brennstoff, der einmal durch Transmutation behandelt worden ist. Es sind also etwa 300 Jahre, die man benötigt, um diesen Abfall dann weiter abklingen zu lassen, um das Niveau von Natururan zu erreichen. Das zur Kernkraft, zur Kernspaltung. Nun zur Kernfusion. Eine Methode, um noch wesentlich größere Energiemengen auf kleinem Raum zu erzeugen, wie durch Kernspaltung. Auf diesem Bild sehen Sie das sogenannte Fusionsprodukt und die Temperatur auf der X-Achse. Ein Feld in dieser Fläche gibt an, wie lange ein solcher Fusionsreaktor betrieben werden kann. Ob es eine Millisekunde oder ein Tausendstel Millisekunde ist, oder wenn man in diesen Bereich hier oben kommt, ob dieser Bereich geeignet ist, eine Zündung zu verursachen und den Kernreaktor auch weiterhin am Brennen zu halten. Und hier drinnen liegt genau der jetzt im Bau befindliche ITER in Südfrankreich. Möglicherweise der Beginn einer neuen Ära der Kerntechnik. Aber bis das zu einem wirtschaftlich betreibbaren Reaktor entwickelt ist, werden wir mit Sicherheit noch eine ganze Menge anderer Kernkraftwerke benötigen. Und die Technologien haben Sie heute gesehen. Dankeschön.